Entdecken Sie jetzt Ihre Lieblingsexperten auf Wikisana. Willst du diese Sendung sehen oder möchtest du das nur? Mit diesem Thema möchte ich Sie gerne begrüßen im Format Sinn des Lebens. Heute werden wir über Willenskraft sprechen. Und wer mein heutiger Gast ist, erfahren Sie gleich nach dem Intro. Also bleiben Sie dran, bis gleich. Ja, willkommen zurück und herzlich willkommen, lieber Andreas Bergner. Ich grüße dich auch. Ja, ich habe es ja im Intro schon ein bisschen angedeutet. Heute werden wir vor allem um die Willenskraft sprechen. Wo ist schon mal der Unterschied zwischen Wollen und Möchten? Ich habe schon sehr früh angefangen, danach zu streben, erfolgreich zu sein. Mhm. So. Und das hat lange Zeit nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich hatte diese, um diese Frage zu beantworten, ich nenne es mal dieses brennende Verlangen. Und wenn man sich mit Menschen unterhält, dann ist es so, viele möchten gerne Millionär sein, weil sie damit etwas verbinden, genug Geld, ich habe keine Probleme mehr, kann ich alles mit Geld lösen, ich kann so leben, wie ich das will, ich muss da nicht zu so einer Arbeit gehen, ja, ich ziehe die Menschen an, die auf mich stehen, weil ich genug habe. Also das sind ja so unbewusste Erwartungen damit, ein total schönes Leben, weil ich Millionär bin. Und das möchten wirklich viele, deswegen spielen ja auch viele Lotto. Ne? Ja. Das ist ja nicht umsonst so, warum da Millionen jede Woche da investiert werden. Wenn man dann sagt, jemand sagt, pass auf, ich habe eine Möglichkeit für dich, das kannst du aus dir heraus machen, brauchst aber ein paar Jahre intensive, harte Arbeit, dann wird das Publikum kleiner. Ja. Ja, also dann wird das ein bisschen dünner, die Luft. Und ich habe lange Zeit im Vertrieb gearbeitet und da wird die Luft ganz dünn. Also sobald man Dinge tun muss, wo man Angst vor hat, ja, zum Beispiel Termine ausmachen, Menschen kontaktieren, um Termine zu bekommen, da wird die Luft ganz, ganz dünn. Also das Möchten schrumpft dann zusammen. Und dann gibt es so eine kleine Auswahl von Menschen, die das dann machen, die wollen das dann wirklich. Also die haben den Wunsch, ihre alte Situation zu verlassen. Die wollen das so nicht mehr haben. Die wollen etwas im Leben haben, was wirklich die bereichert. Und da wird das schon mal dünn. Und ich hatte den Begriff genutzt, brennendes Verlangen. Und das kann man sich am besten vorstellen folgendermaßen. Stell dir vor, du kniest am Boden, hast die Hände am Rücken zusammengebunden und zwei ganz starke, große Typen stehen hinter dir. Ja, so, du bist denen da ausgeliefert. Und jetzt steht vor dir so ein Riesenbottich mit Wasser. Und dann nehmen die deinen Kopf und stecken den da rein. Ja, und du kommst da nicht weg. Nach 30 Sekunden wird das anfangen, dass deine ganzen Probleme unwichtig werden. Nach einer Minute, falls du noch am Leben bist, wird von deinen Alltagsproblemen so gut wie nichts mehr übrig sein, weil du hast nur noch ein einziges Verlangen, nämlich atmen. Das heißt, alles das, was wir als große Probleme wahrnehmen, dünnt sich relativ schnell aus, wenn wir in echte Probleme kommen. Und das ist vielen Menschen gar nicht so bewusst. Und die verschwenden so viel Energie in das, was sie nicht wollen, in Beschuldigungen anderer, in Wut, in Hass, alles das. Anstatt zu sagen können, wenn ich in dieser Situation wäre, was wäre das Wichtigste? Und in meiner Situation, was ist dieses Verlangen? Und dieses Verlangen, Luft zu holen, das wird dann ein brennendes Verlangen. Also spätestens, wenn man die Minute überlebt hat und der Kopf immer noch im Wasser ist, dann weiß man, was brennendes Verlangen ist. Und quasi dieses brennende Verlangen muss man übertragen auf das, was man wirklich will. Und dann setzt man gigantische Kräfte frei. Und genau das wissen viele Menschen gar nicht, wie das geht. Das ist ein mega super Beispiel, um wirklich mal nachzuvollziehen, was ist ein wirklicher Wille. Ich habe das Gefühl, nur schon, wenn man es ausspricht, ich möchte gerne Millionär sein oder ich will Millionär sein, das hat einfach schon, ja, dieses Feuer, das du nennst, hat es ja eigentlich schon in der Sprache drin. Genau. So, und das kann man noch weiter steigern. Und wie? Im Prinzip durch relativ einfache Dinge. Ich beschäftige mich schon wirklich sehr, sehr lange mit Neuroplastizität, mit diesen Themen. Und man kann das in der Meditation, da gibt es also Studien über Meditation. Das ist so faszinierend. Da gibt es also eine Menge Studien. Man kann das wirklich belegen, auch mit einem Scan vom Gehirn. Das heißt, Menschen, die regelmäßig meditieren, nimmt diese graue Gehirnmasse tatsächlich physisch zu. Und zwar in diesem Bereich, der für Meditation zuständig ist. Und dadurch wird im Laufe der Zeit die Meditation immer leichter, intensiver und hat mehr Ergebnisse.
mehr Entspannung, mehr innere Ausrichtung. Also alles ist der Punkt. So. Und genau das gibt es auch für das Thema Willenskraft. Es gibt nämlich drei Bereiche im Kopf, die sind vorne im präfrontalen Kortex, das heißt der vordere Bereich. Da gibt es auf der linken Seite einen Bereich, auf der rechten und in der Mitte einen Bereich. Mhm. Der eine ist dafür da, um zu gucken, was ich nicht mehr will. Der andere ist zu gucken, um was ich will. Und der mittlere Bereich ist zu entscheiden, was ich jetzt wirklich tue. Und diese Bereiche sind bei den meisten Menschen sehr wenig ausgeprägt. Das heißt, und deswegen ist man in der Situation, ich will nicht wirklich, ich möchte nur, wenn man dann loslegt, legt man los, macht es doch nicht, bricht wieder ab, ja, also auf dem Weg zum Erfolg, wird ein bisschen schwierig, ach, ist nicht mein Ding, ja. Ich habe keine Energie, mich zu motivieren. Und das geht sogar in diese Bereiche rein, wenn man sagt, ich möchte jetzt weniger Süßigkeiten essen, dass man sich das vornimmt, ja, ich möchte abnehmen, aber dann, also das, was ich nicht mehr will, hat man gar keine Kraft, das durchzusetzen. Süchte. Also alles diese ganzen Themen. Mhm. Und wenn man das jetzt mal weiß, dass das allein auf der Gehirnebene schon mal da ist, dann sollte man sich die Frage stellen, was könnte ich tun, um diese Bereiche auszuprägen? Ja, erstmal die einfache Frage, oder? Ja. Also was mir jetzt gerade noch so spontan einfällt, ist es vielleicht schon relevant, wie ich das Ganze formuliere? Ich möchte weniger Süßigkeiten essen oder ich will mich gesund ernähren? Das ist schon wichtig, aber spielt erstmal sekundär nicht so viel Rolle, weil das sieht man oft bei Affirmationen. Mhm. Weil Leute denken so Affirmationen, ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich. Mhm. Das ist so, das kommt ja daher, weil ich habe einen Mangel. Also ich sage das ja nur, weil ich in der Regel einen Mangel habe. Ja. Wenn ich genug habe, werde ich nicht sagen können, ich bin reich, ich bin reich. Ja, dann bin ich es einfach. Ja. Und wenn ich gesund bin, merkt man aber dann, wenn man krank ist, dann weiß man die Gesundheit zu schätzen, also wenn ich es nicht habe. Und wenn ich dann krank bin und das jetzt länger wird, dann sehnt man sich nach Gesundheit. Und wenn man jetzt dann sagt, gibt es Affirmationen, sage ich bin gesund, ich bin gesund. Aber tatsächlich weiß ich bin krank. Also deswegen funktionieren auch in der Regel Affirmationen nicht oder machen sogar noch schlimmer. Weil nicht das, was im Kopf ist, ist wichtig, sondern das, wovon ich wirklich überzeugt bin. Ja, also wenn ich diesen Mangel habe und ich habe kein Geld und ich weiß, ich muss das jetzt oft genug sagen, dann sage ich das und ich fühle, dass ich mich anlüge. Und dieses Gefühl ist viel, viel stärker. Das erzeugt nämlich eine Kraft, die das bestätigt, was ich wirklich bin. Deswegen sind so viele Menschen so frustriert, wenn die Affirmationen machen. Und energetisch ist das so, dass, und das war so eine Frage, wie man das formuliert. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, bleibt mal beim Geld, kann man es gut erklären, wenn ich jetzt einen Mangel habe und jetzt denke, ich muss eine Affirmation machen, damit ich mehr Geld habe, dann ist interessanterweise, dann ist der dahinterliegende Ursprung ist nicht die Fülle, sondern der Mangel. Ich habe einen Mangel, aufgrund dessen formuliere ich das, was ich haben will. Ich habe ja gelernt, ich darf keine Negativformulierung, muss das positiv formulieren. Genau. Ja, aber es nützt nichts, weil der hinterliegende Grund immer noch der Mangel ist. Ob ich das jetzt so oder so formuliere, die Quelle ist der Mangel. Und die Herausforderung besteht dabei, das so aufzubauen, dass der Ursprung quasi die Fülle ist. Also da muss man anders anfangen. Und es ist bei der Willenskraft eben auch so, dass die Formulierung sekundär ist, weil wenn in mir die mangelnde Willenskraft da ist, kann ich sagen, was ich will, ich werde es nicht tun. Ich werde die Kraft nicht haben. Ja. Und wie kann man jetzt diese Willenskraft stärken, weil ich will es vielleicht ja dann wirklich tun? Und wie muss ich das formulieren, dass das dann auch eher funktioniert? Also ja, nochmal, es ist also erstmal gar nicht so die Frage der Formulierung. Mhm. Es ist, mal ein Beispiel. Du bist inspiriert und sagst, ich wollte immer schon mal einen Triathlon machen. Ja. So, und dann weißt du, das ist eine Menge Laufen, eine Menge Schwimmen und eine Menge Radfahren. Ja. Also eine ganze Menge. So. Und dann ist es so, dann kannst du dir das vornehmen und an dem Tag, wo das losgeht, gehst du dahin und rennst mal los, ohne Training. Mhm. Dann wirst du den mit großer Wahrscheinlichkeit nicht vollenden können, diesen Marathon, weil du nach kurzer Zeit sowieso schon komplett fertig bist. Ja. Du wirst wahrscheinlich nicht eine von den einzelnen Disziplinen hinbekommen. Und so ist das, wie wenn man sagen könnte, ich muss das jetzt nur richtig formulieren, dass ich da ankomme. Ja, also ohne das Training, ist egal, wie du das formulierst, du wirst es nicht durchhalten. Und das sind ja oft so diese Dinge. Also muss ich mir die Frage stellen, wenn ich diesen Marathon wirklich hinbekommen will, klar muss ich mentales Training machen, aber ich muss auch körperlich fit sein. Ja.
Ich brauche Kondition und Kraft. Ja? Und für das Laufen brauche ich eine andere Kraft als fürs Schwimmen. Und genau so ist das mit den Themen im Leben. Da geht es darum, Willenskraft ist die Kondition. Ja, also Willenskraft ist etwas, was ich aufbaue, nicht weil ich das richtig formuliere, sondern weil ich in mir etwas aufbaue durch Wiederholung, durch das Tun von richtigen Dingen. Und da gibt es so Micro-Habits, also Mini-Gewohnheiten, die kann man, damit beginnt man das. Und dadurch, durch diese Mini-Gewohnheiten, baut sich im Gehirn dieser Bereich auf, den ich will. Also diese Willenskraft baut sich auf durch das, wie gehen ins Sportstudio oder regelmäßiges Laufen, weil ich diesen Marathon oder Triathlon machen will. So, so ist der Weg. Echt eindrücklich, jetzt hast du mich ziemlich ertappt. hatte erst gerade so das Beispiel, die Freundin kam auf mich zu, du gehst ja nicht gut, bist so blass, deine Nase läuft und so. Ich so, nein. Ich bin nicht krank. Ich wollte mich selbst manipulieren. Ich war auch ziemlich überzeugt davon, weil ich der Meinung war, wenn ich es mir nur genug fest einrede, dass ich nicht krank bin, dann bin ich es auch nicht. Ich lag dann einen Tag später trotzdem im Bett, hat nicht funktioniert. Und wäre auch dort in diesem Beispiel eher das wieder die Gesundheit aufbauen, was dafür zu tun, Vitamine zuzuführen, auf sich zu schauen, mehr zu schlafen, also auch wieder das aufzubauen. Das und wenn man das so macht, ich mache das ja auch, das geht auch sehr gut, dann braucht man diese innere Haltung, Überzeugung, dass man gesund ist. Und das ist eine ganz große Herausforderung. Das hat nichts mit dem zu tun, was ich mental will. Und dann hat man wirklich auch innerhalb kurzer Zeit, manchmal ein Tag, ist etwas weg, wo man sonst ein oder zwei Wochen braucht. Das geht schon. Aber das ist nichts etwas, was man willentlich tun kann. Das ist das Ergebnis von Willenskraft. Also das muss man wirklich verstehen. Wir glauben oft, ja, ich will. Ich will auch viele Sachen, ja. Aber ich weiß, das wird nicht reichen. Sondern wenn ich etwas will, brauche ich auf den Ebenen, sagen wir, des Unterbewusstseins, da ist die Willenskraft. Und da gibt es zum Beispiel, wir sind ja unter anderem auch, haben ja biochemische Wesen. Ja. Ja, das heißt, ich tue etwas Bestimmtes und wird zum Beispiel Adrenalin ausgeschüttet. Ja, wenn ich jetzt spontan etwas machen muss oder ich kriege einen Schreck oder sowas oder es wird zum Beispiel Endorphin ausgeschüttet, wo ich dann das Gefühl von Glück habe. Ja? Und so gibt es aber auch Dopamin. Und das ist eigentlich eine interessante Sache und ist mega gefährlich. So, und Dopamin ist ein Hormon, das wird ausgeschüttet und das löst in uns eine Erwartung aus, die ein Glücksgefühl verspricht. Ja. Also Dopamin ist nicht das Glücksgefühl, das wäre jetzt ein Endorphin. Mhm. Und ich weiß aber zum Beispiel Zigaretten. Ja? Ich will jetzt rauchen. Dann wird auch Dopamin ausgeschüttet und Dopamin ist eigentlich ein Suchtstoff. Der gibt uns die Kraft, etwas tun zu können, damit wir eine Belohnung bekommen, damit wir uns gut fühlen. Mhm. Jetzt haben wir nur in der Regel oft falsche Dinge verknüpft und dann ist es so, das ist eher ein Glücksversprechen. Zum Beispiel abends auf der Couch sitzen, jeden Abend Netflix gucken und Chips essen. Ja? Ist erstmal gut, erstmal ich habe keinen Stress, ich kann abschalten, habe vielleicht viel Stress, ein Beziehungsproblem, bin da in einer anderen Welt, tauche das ein. Das erschafft mir ein gutes Gefühl. Und wenn ich jetzt zum Beispiel vorher, es taucht Stress auf, jetzt schüttet der Körper Dopamin aus und jetzt ist das Verlangen, genau das zu tun, was mir denselben Zustand verschafft. Aber es wird mich ja nicht glücklich machen. Und so haben wir viele Dinge drin. Und deswegen ist es wichtig, zum Beispiel eine Art Dopaminentzug mal zu machen. Also Dopaminfasten. Und dann kann ich beginnen, mich neu zu programmieren. Das sind so Sachen, die sind wichtig. Und wenn ich das jetzt tue, mache ich quasi einen Entzug, weil das ist so ähnlich wie Heroin. Das dockt ja an diesen Rezeptoren an. Ja. Und wenn jetzt zum Beispiel der Dopaminspiegel sinkt, muss ich irgendetwas tun, um ihn wieder aufzufüllen. Und das ist quasi ein echter Suchtentzug. Und wenn ich das aber tue und parallel mich ausrichte auf was ich will, bilde ich gerade meine Willenskraft heraus. Ich mache den physischen Entzug auf der Dopaminebene und gleichzeitig beschäftige ich mich mit dem, was ich wirklich will. Jetzt baue ich den Gehirnbereich passend dazu auf. Und da ist das, dazu muss ich natürlich mal formulieren, was ich will. Aber die Formulierung an sich ist erstmal unbedeutend. Ja. Ja, weil die Mechanismen im Hintergrund viel stärker sind.
Ja, dann gilt es wirklich mal, das Dopaminfasten zu machen, um diese einzelnen Verknüpfungen mal aufzulösen, damit man die wieder neu ausrichten kann. Genau, ich mache dann Kurs. Ich nenne das so, ja, dass man Dopamin-Detektiv wird. Da gibt es also Fragestellungen, die man sich dann stellen kann und sagen können, was will ich, was passiert da? Also es sind eine Menge Fragen, die man stellt, und über das wird einem erstmal bewusst, welche Automatismen trage ich in mir, von denen ich gar nicht mehr mitkriege. Ich setze mich halt vor den Fernseher, ich mache halt so. Es sind so gleiche Abläufe und dann schwirrt im Hintergrund, wäre schon schön, wenn ich mal mehr Geld hätte. Wäre schon schön, wenn ich, also ich will auch. Dann sieht man vielleicht noch eine Sendung und sagen kann, ach, ich will auch Millionär sein. Ja. Ja, also das ist so, das ist ganz viel Durcheinander. Ich bin gesteuert von den unbewussten Sachen, weil ich gar nicht weiß, was ich will. Habe einen schwach ausgeprägten Bereich im Bereich Willenskraft. Habe noch diese ganzen anderen Sachen, habe gelernte Mechanismen, habe noch andere Themen in mir drin aus der Kindheit. Du bist eh nicht gut genug, wirst du eh nicht schaffen. Ja, also dieses ganze Sammelsurium, was man dann Persönlichkeit nennt, sitzt dann da und ist irgendwie verzweifelt und unerfüllt. Und das ist dann das, was viele so erleben. Und deswegen haben wir viele den Wunsch, daraus zu kommen. Es ist echt super, dass man das auch begleitend machen kann. Ich habe dann auch angefangen zu überlegen, okay, wo habe ich das alles in meinem Alltag? Und ich glaube, durch diese gezielte Fragestellungen kommt man eher mal dahinter. Wie lange dauert so ein Kurs, wenn man sich da wirklich mal begleiten lassen will? Oder wie sieht das aus? Wo findet man den? Vielleicht ganz kurz noch. Ja. Es ist genau dieser Punkt, dieses Umstellen, die richtigen Fragen stellen. Und mich fragen oft Menschen, was kann ich machen? Mhm. Und dann sage ich, du musst Gedanken denken, die du noch nicht gedacht hast. Okay, das ist erstmal so. Dann weiß ich dann. Danke. Riesenfragezeichen sehe ich dann immer so. Ne? Aber das meine ich wörtlich. Mhm. Weil, wenn wir etwas tun, was wir immer tun, nehmen wir es mal, Netflix, Fernsehen, Schlafen, also alles das so, dann ist es so, dann habe ich passend dazu die Gedanken, na, was kommt heute im Film, guck mal da rein, zapp auf dem Fernseher rum. Also ich habe diese Gedanken, da weißt du, die sind automatisch da. Ich habe diesen gedanklichen Rahmen, in dem ich mich bewege. So, aber es gibt ja viel da außerhalb, das denke ich aber nicht. Und ich muss aber das denken von dem, was ich haben will. Man sagt ja, durch Schein zum Sein. Mhm. Ja? Du musst da sein, bevor du ankommst. Das sind ja diese Sachen, die deuten darauf hin. Also muss ich einen Bereich betreten, den ich bisher nicht gedacht habe. Also muss ich Gedanken denken, die ich bisher nicht gedacht habe. Ja, was wäre zu tun, um Millionär zu werden? Wie werde ich erfolgreich? Was bedeutet es, ein Unternehmen zu machen? Und dazu muss man sich Fragen stellen, auf die man keine Antworten hat. Kann man ja nicht haben. Mhm. Das ist der Beginn. Und auf Fragen, die man keine Antworten hat und das wirklich will, beginnt unseren Teil von uns, Antworten zu suchen. Ein Buch, ein Gespräch, ich google da plötzlich nach, alles sowas. Und jetzt kann ich beginnen, Gedanken zu denken, die ich bisher nicht hatte. Und dieses neue Gedankenkonstrukt öffnet Möglichkeiten. Also das ergibt schon alles Sinn, das so zu machen. Ja. Ja, so, und deine Frage mit dem Kurs, das ist so, ich habe auf der Seite www.dm-harmonics.com. Da gibt es die Infos. Dort mache ich einen Willenskraftkurs und der geht 9 Tage. 9 Tage, ich erkläre es auch, und zwar jeden Tag 2 Stunden. Also immer abends gibt es auch Aufzeichnungen dazu. Und dort baue ich das von Beginn auf. Was ist das Gehirn? Wie funktioniert das? Was hat das mit Willenskraft zu tun? Was ist mit dem limbischen System, wenn da Informationen ankommen? Also Automatismen. Wie funktioniert es mit dem Dopamin? Also dort sind dann die ganzen Sachen drin mit wirklich super spannenden Übungen, die auf einer gewissen Art ganz viel Liebe für einen selbst freisetzen. Und das braucht man dringend. Ja. Und aus diesen ganzen Formulierungen, und das ist bewusst 9 Tage, das ist bewusst das drin, und die ist auch wirklich, sollte man wirklich am Stück machen, weil das ist so ein Game Changer. Ich habe es mir gerade so vorgestellt, okay, jetzt hast du diesen Automatismus, jeden Abend Netflix, essen, chillen, das dauert ja auch mal schnell 2 Stunden. Und wenn du das schon mal ersetzt durch was Neues, ist das ja auch schon. Zum Beispiel durch deinen Kurs, anstatt abends 2 Stunden auf der Couch zu sitzen und sich berieseln zu lassen, sich mal mit dem auseinanderzusetzen, ist ja auch schon ein ziemlicher Gamechanger. Ja, enorm. Vor allem, es kommt so viel Input, den man bisher nicht gedacht hat. Und ich habe eben eine Gabe, die Dinge, auch ich mache das ja alles bildhaft, so zu erklären, dass man plötzlich denkt, wow,
Wusste gar nicht, dass es das gibt. Mhm. Und wenn du es nicht weißt, kannst du es ja nicht ändern. Du kannst die Entscheidung nicht treffen. Und das ist auch das, was wir als Feedback bekommen von den Teilnehmern, die wirklich das anwenden. Und das ist ja dann der Beginn, das ist der Startschuss, etwas zu durchbrechen, was Alltag ist, was normal ist. Und das ist eben so. Die Dinge, die wirklich schön sind, die erfüllenden, die sind außerhalb des gewohnten Rahmens. Mhm. Ja, also ich, und viele versuchen ja, das, was sie haben wollen, die großen Dinge, in den Rahmen hineinzuziehen, in dem sie sind. Und das funktioniert aber so nicht. Das ist unmöglich. Das kann ich nicht dann machen. Also am besten so bleiben, wie ich bin, aber das Schöne hole ich mir alles noch dazu. Ja, genau. Ja, sondern, bisschen ohne Aufwand. Genau. Ja. Sondern es ist so, ich muss irgendwie, im Tarot gibt es eben dann den Aufbruch, du stehst dort an dem Wasser. Und dann ist der Ozean vor dir. Und dann musst du irgendwie über den Ozean drüber. Mhm. Aufbruch zu neuen Ufern. Das kommt ja nicht umsonst daher. Ja. Und also diese ganze Worte, die sagen uns schon sehr viel. Und wir brechen zu neuen Ufern auf, wenn wir neue Wege gehen. Und dafür brauche ich zwingend diese Willenskraft, weil die lässt mich das aufrechterhalten. Und ich kann es aus meinem Leben, ich lebe ja so. Das heißt, mich interessiert das überhaupt nicht, wie groß die Herausforderung ist, was ich dafür lernen und tun muss, sondern ich weiß, das will ich, das kläre ich wirklich ab und dann gehe ich in diese Richtung. Und dann weiß ich, das ist eine Aneinanderreihung von Elementen, die entfalten sich, während ich den Weg gehe. So, und dafür braucht man Willenskraft. Kann sein, dass sich die Willenskraft auch entwickeln lässt durch neues Ausprobieren, sagen wir. Wieder das gleiche Beispiel, abends Netflix und alles. Und jetzt höre ich von diesem Kurs, ich sage, okay, ich probiere es einfach mal aus. Und dann lerne ich so viel, dass ich merke, hey, ich will das wirklich machen. Genau. Dass sich das dann so stetig auch entwickelt durch neues Ausprobieren. Genau, das ist ja auch das, was ich empfehle. Das ist ein Teil des Kurses, also genau da reinzugehen. Aber ganz wichtig, viele Menschen sind begeistert am Anfang und setzen sich ganz große Ziele. Und das ist natürlich, wenn man jetzt dann durch die, sag mal, diese Erfahrung, diese Ausdauer nicht hat, wieder schwierig. Ich empfehle eine ganz andere Strategie. Bewusst am Anfang kleine Ziele setzen. Das ist wie ins Sportstudio gehen und gleich mit vollen Gewichten massiv trainieren, die ich kaum hochgedrückt bekomme. Mhm. Das schaffe ich vielleicht einmal. Dann gehe ich nach Hause und dann habe ich nichts. Sondern am Anfang ist es eben die Wiederholung wichtig, die Häufigkeit. Dinge, die mich nicht frustrieren, sondern ich mache das so und es ist eine Leichtigkeit dabei. Da ist das Thema Leichtigkeit wichtig. Und dann kann ich beginnen, quasi mich schwereren Aufgaben zu stellen. Mich Dinge zu stellen, wo ich Angst vor habe. Ja? Aber ich habe jetzt schon mal so eine Grundart von Willenskraft, weil das Gehirn fängt an. Das ist wirklich wichtig zu wissen. Im Gehirn, das nennt man Langzeitpotenzierung. Das ist eine Fähigkeit des Gehirns, sich zu vernetzen mit anderen Nervenzellen. Und wenn man das jetzt regelmäßig macht, fließt immer schneller die Energie durch. Ja. Da werden zusätzliche Stoffe freigesetzt, die neue Rezeptoren bilden. Und das ist das, was wir Gewohnheit nennen. Gehen, Fahrrad fahren, sprechen, ist genau das, was im Gehirn ist. Es ist physisch da. Das heißt, Willenskraft baue ich physisch im Gehirn auf. Ich automatisiere Willenskraft. Und das macht man durch die Wiederholung, durch kleine Dinge am Anfang. Und da ist zum Beispiel beim Sport, es ist besser zu beginnen mit 5 Minuten täglich oder 3 Minuten täglich, aber das 10 Tage lang. Das ist echt verrückt, das glauben viele nicht. Und weil ich mir das jetzt antrainiere, es wird eine Regelmäßigkeit draus. Und es ist nun mal so, wenn ich eine Übung mache, Kniebeugen zum Beispiel, dann mache ich am Anfang vielleicht 3, bin erschöpft. Ja? Aber nach 10 Tagen kriege ich zum Beispiel 8 oder 10 hin. Mhm. Und jetzt habe ich eine Regelmäßigkeit, ich habe Erfolgserlebnisse und im Gehirn ist die erste Struktur entstanden. Ja? Also das ist viel sinnvoller, das so aufzubauen. Und wenn man das jetzt richtig aneinander reiht, kann man innerhalb, der Kurs dauert 9 Tage, wenn man ihn so 9 Tage macht, kann man innerhalb von 9 Tagen wirklich massive Änderungen im eigenen Leben herbeiführen. Klingt auf einmal alles wieder so einfach, oder? Ja, genau. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, dieser Punkt mit auch realistische Ziele zu setzen, mal klein noch anzufangen, finde ich auch mega wichtig. Ich habe es im Alltag, jeder hat mal Ziele, nimmt sich was vor. Sage ich, gut, nach der Arbeit will ich das und das erledigen. Jetzt habe ich aber nur die Hälfte geschafft, weil auch ich irgendwann schlafen gehen muss. Und dann ist man enttäuscht, deprimiert.
im Bett, weil man nicht alles geschafft hat, was man sich vorgenommen hat. Aber wenn ich mir sage, okay, heute mache ich die zwei Dinge, morgen die zwei Dinge und übermorgen schaffe ich vielleicht nochmals zwei, dann ist das eine andere Motivation, weil ich habe es ja geschafft. Ja. Und ich glaube, diese Motivation ist bei der Willenskraft genauso wichtig, ja, dass diese Erfolgserlebnisse. Ich hatte gestern ein Telefonat mit einer Bekannten und sagt, ich habe heute Abend noch vor, das zu machen. Dann sage ich, also das heißt, du wirst es nicht tun. Das ist schon die Formulierung, ich habe das vor. Ja. Bei mir ist es so, wenn ich sage, okay, da ist um 20 Uhr oder sowas, habe ich den Termin, dann mache ich das fertig. Dann ist es schon, es ist geplant, es ist nicht, ich habe das vor, sondern es ist da. Das sind scheinbar kleine Kleinigkeiten. Aber das ist oft so, dass man, ich habe das und das und das vor, das ist im Kopf. Bei mir, ich schreibe alles auf, ich habe einen Termin drin, dann habe ich bestimmte Aufgaben. Und dann mache ich die zu dieser Zeit. Nicht immer, aber ich sage mal, bestimmt 95%. Mhm. Und das heißt, ich komme sehr zügig voran in den Dingen. Deswegen kann ich auch große Projekte angehen. Oder auch mehrere Projekte gleichzeitig, weil ich genau das so mache. Und viele, was sagt, die nehmen das halt vor, das und das müsste ich heute machen. Und dann, ach, da ruft der Freund, dann macht man das. Und genau das ist der Punkt. Das macht man bei dem einen Tag, am nächsten, am nochmal. Also das ist auch gelernt. Und diese Umstellung von dem allein auf die Formulierung zu achten, auf das, wenn ich das plane, mache ich das auch, das ist eine Gewissheit. Das meine ich mit Willenskraft. Ja. Und das kann man aber lernen. Da gebe ich genau diese Impulse, diese wertvollen, auf die man so gar nicht drauf kommt, das mache ich entsprechend in diesem Kurs. Und ist auch diese Verbindlichkeit. Genau. Ja. Sich selbst gegenüber. Mhm. Das ist der Punkt. Lieber Andreas, ich danke dir vielmals. Ja, also du hast mich da gerade echt motiviert, wieder mehr, jetzt nur schon für mich persönlich, wie aber auch geschäftlich, mehr so diese Verbindlichkeiten, realistische Verbindlichkeiten, die auch an ein Erfolgserlebnis geknüpft sind, weil ich es ja geschafft habe, durchzuziehen. Ganz, da habe ich noch was Wichtiges. Gerne. Stell dir Folgendes vor, weil für viele ist das so, die wollen das machen. Wenn du das tust, bildet sich im Gehirn eine Struktur dazu, die dir im nächsten Schritt das automatisiert abnimmt. Wie du gehen und sprechen und alles das kannst, kannst du Willenskraft automatisieren. Das ist eine gelernte Struktur. Das ist das Schöne, das ist das Positivste dabei. Ja, ja, das ist so, so automatisch läuft. Das ist das Schöne. Und deswegen ist es wirklich, wir nennen es ja Willenskraft Booster. Mhm. Das ist der Kurs, heißt so. Weil das ist wirklich dafür. Danke dir ganz herzlich, lieber Andreas. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich glaube, wir alle haben etwas dazu gelernt oder wurden daran erinnert, dass es eigentlich schon bei den ganz kleinen Dingen anfängt, die das ganze Große ausmachen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg. Und auf ein baldiges Wiedersehen. Tschüss miteinander.